Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten heute unseren Kinder- und Jugendgespräch oder Konferenz gemacht und es war, das darf ich zunächst mal sagen, eine beeindruckende 2,5 Stunden im Austausch. Und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir uns heute und jetzt dauerhaft auch mit den Chancen, aber auch mit den Sorgen der Jüngeren beschäftigen für die nächsten Monate, die weiteren Monate Pandemie. Wie kann das jetzt in den nächsten Wochen geschehen? Worüber haben wir diskutiert? Das eine ist natürlich das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungsgarantie mit dem Kultusminister insbesondere. Zweitens, die Sicherheit an der Schule soll gewährleistet werden. Zur Sicherheit gehört dazu Testen. Testen ist ganz wichtig, Testen und Impfen. Impfen, dort sind wir jetzt auf dem Weg, Lehrerinnen und Lehrer zu impfen, insbesondere beginnend in den Grundschulen, weil dort der Präsenzunterricht ja stattfindet. Begleitend dazu braucht es Hilfe in der Schule, eben bei denen, die sich schwerer tun, wo die Eltern es nicht allein leisten können. Deswegen hat der Kultusminister ein Programm vorgestellt, um dort begleitend Unterstützung zu geben. Das ist der Bereich Schule. Im Bereich der Sozialarbeit stellen wir ja auch eine Reihe von Fragen. Das hat die Sozialministerin auch dargestellt. Dort werden wir auch uns verstärken mit insgesamt 200 Stellen, die da sind. Das sind ca. 15 Millionen, wo es um die Corona-bedingten Herausforderungen der Jugendarbeit geht. Dazu gehören neue Stellen als Streetworker, als Ansprechpartner vor Ort für Jugendliche, die nicht genau wissen, wo ihr Weg sein könnte. Also einerseits die weisende Hand, wenn es um die Schule geht, in welche Richtung, und die helfende Hand, wenn es um das Thema Hilfe in der Jugendsozialarbeit geht.